Moin Jungs, wenn ihr euch für die anstehende Beta von Modern Warfare vielleicht schon überlegt habt, ob ihr doch vorbestellen wollt, geht einfach auf eneva.com. Da könnt ihr zum Beispiel eine 50 € PSN-Karte zum aktuellen Preis von 42 € kaufen. Das heißt, ihr macht 8 € Gewinn im Prinzip. Einfach nur gucken, dass die Karte für Deutschland aktiviert werden kann. Die gibt es nämlich für jedes Land. Dann drückt ihr auf Kaufen. Gebt den Rabattcode Cheppy ein und bekommt noch lockere, entspannte 1,50 € oder 1,27 €, um ganz genau zu sein, hinterher. Das heißt, ihr zahlt für 50 € PSN-Guthaben nur 41 €. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe euch ja die letzten Wochen und Monate wirklich oft genug gesagt, dass die Art, wie in Black Ops 4 neue Items, Sticker, Designs, Waffencamos, Waffen und sonstiges reinkommen, jeglichen Rahmen sprengen, den wir bisher auch nur in irgendeinem Call of Duty gesehen haben. Und ein sehr, sehr bekannter YouTuber, Ecoli Espresso, der ist unten verlinkt. Auf dem könnt ihr auch gern euch das Originalvideo angucken. Da habe ich nämlich auch die Idee her. Vielen Dank an den guten Abonnenten, der mir es heute mal zugeschickt hat. Der hat sich aus jeder Operation, die wir seit Anfang an von COD Black Ops 4 haben, aufgeschrieben, wie viele Items im Shop, wann, wie oft drin waren, um zu gucken und jetzt eben im Video zusammenzurechnen, wie viel Geld man eigentlich ausgeben müsste, um den gesamten Content in Black Ops 4 kaufen zu können. Und das Mindeste, auf das er gekommen ist, und das sind nur die Item-Shops, die Sachen, die jeden Tag erneuert werden, das sind die Camos da, die Mastercraft-Varianten und sonstiges, er kam auf über 2.500 $. Ihr könnt gerne umrechnen, wie viel das in Euro sind. Der Kurs ist fast 1:1 aktuell. Also stellt euch mal vor, ihr kauft euch ein Spiel für 60 € mit einem Battle Pass für 50 €. Dazu kauft ihr euch noch 2-3 Waffenvarianten. Und es gibt viele Spieler in der Community, die sehr, sehr gerne bei Call of Duties vielleicht nicht die Mr. 100% Challenge machen, aber zumindest versuchen, alle Sachen, die man so an Kosmetik, Outfits und sonstiges kaufen kann oder bekommen kann, auch zu bekommen. Ich weiß aus meiner Community, viele von euch versuchen das immer. Und in anderen CODs war das ja so wie in WW2 auch durchaus möglich, ohne Geld auszugeben oder nur mit wenig Geld. Und ich habe euch jetzt mal ein paar Sachen aus dem Video zusammengehauen. Und wenn doch irgendjemand mir tatsächlich erzählen will, dass das ja nur kosmetische Dinge sind und man sich darüber nicht aufregen darf, dem ist, glaube ich, tatsächlich nicht mehr zu helfen. Ich zeige euch mal die ersten Sachen und zwar im Schnelldurchlauf. Ich finde, es soll jetzt auch kein irgendwie aggressives Video oder sowas sein. So, ich fand es einfach sehr unterhaltsam und wollte es unbedingt mit euch teilen. Ich zeige euch mal im Schnelldurchlauf die Items, die in der ersten Operation reingekommen sind. Das war all das, was man käuflich erwerben konnte in dem Item-Shop in Black Ops 4 in der allerersten Season. Und wenn ihr euch daran erinnert, das allererste, was man in der neuen Season damals hatte, es gab immer jeden Tag so 2 Spezi-Outfits, die man sich so kaufen konnte. Das war alles, mehr gab es da nicht. Und dann wurde der Schwarzmarkt ja immer weiter, nach Aussicht oder Ansicht von Activision würde ich sagen, wurde der Schwarzmarkt optimiert. Ich bin eher der Auffassung, dass man alles an Personal, was man für Black Ops 4 hatte oder hat, im Prinzip nur dafür genutzt hat, noch mehr Sachen da reinzubringen. Und ihr müsst euch vorstellen, es ist ein AAA-Spiel. Wir haben schon 60 € fürs Game ausgegeben. Nicht wenig Leute haben noch 50 € für den Battle Pass hinterher ausgegeben. Und dann gibt es noch einige Leute, die auch noch die Deluxe Edition gekauft haben. Ich weiß gar nicht, was die genau am Anfang gekostet hat. Ich glaube 160 €, 180, ich glaube vielleicht sogar 200. Nagelt mich bitte nicht auf die Summe davon fest. Ich habe natürlich nur die Standard-Edition gekauft. Aber es sollte sich ja dann ein bisschen was ändern. Und zwar haben wir dann die zweite Operation bekommen. Und wie die in wirklich Zahlen aussah, zeige ich euch auch sehr gerne. Und wieder stehen wir hier an derselben Stelle. Das Ding läuft mit 80-facher Geschwindigkeit. Keinen interessiert's, dass man so abgezogen wird. Aber Cheppy auf seinem Kanal macht das Ganze öffentlich. Auch für die deutsche Community. Oh yeah, guckt es euch an. Oh yeah, guckt es euch an. Soweit so gut, meine Freunde. Hättet ihr alle Items aus diesen beiden Operationen bis zu diesem Zeitpunkt gekauft, wärt ihr schon fast $800 los.
Und damit sind wir noch lange, lange nicht an dem Punkt, wo wir heute mittlerweile sind. Ich werde euch jetzt nicht alle einzelnen Items aus Codys Video hier auch nochmal zeigen. Ihr könnt euch das gerne im Originalvideo bei ihm angucken. Das ist eine riesige Auflistung. Dafür muss man wirklich von Anfang an sozusagen Buch gehalten haben, wie viele Items kamen in den Shop, wann kamen sie in den Shop und, und. Und wenn wir jetzt versuchen, das Ganze vielleicht noch auf eine letzte Operation umzuwandeln, dann kommen wir nämlich auch zu dem Thema, was auch noch wichtig dabei ist. Was passiert denn mit dem neuen COD, wenn das hier schon so funktioniert oder auch nicht funktioniert? Deshalb gucken wir uns einmal ganz kurz an, es wurde deutlich schlimmer in der dritten Operation. Nimm mir das Geld aus der Hand, Activision. Nimm mir das Geld aus dem Portemonnaie und aus meinem Konto raus, ich brauch's nicht mehr. Ich lebe jetzt einfach von Black Ops 4. Oh yeah, Activision, klau mir doch mein Geld. Stören tut's mich überhaupt nicht, ich hab schon längst aufgegeben. An diesem Punkt, meine Freunde, sollte es jemanden geben, der von euch sein Geld für die Sachen in diesen ersten drei Operationen ausgegeben hat, kann ich euch beglückwünschen, ihr habt zu diesem Zeitpunkt bereits, und das ist drei Monate nach Release, 60 Euro fürs Spiel, 50 für den Battle Pass, ein paar Euro für die Mastercraft-Varianten und über 1000 Dollar oder Euro, ihr könnt es umrechnen, für neue Items, das heißt Sticker, Emotes, ich weiß gar nicht, was es alles in diesem Spiel gibt. Ihr habt auf jeden Fall mehr als genug mittlerweile ausgegeben, dass ihr davon eine ganze Familie einen Monat ernähren könnt. Und jetzt muss man natürlich sagen, ey, was passiert mit Modern Warfare? Ich meine, Activision ist immer noch der sozusagen Hauptproblempunkt bei dem Ganzen. Infinity Ward haben wir jetzt mit Treyarch ausgetauscht und jetzt kommt die Frage, was passiert jetzt? Und ich persönlich habe im Prinzip zwei Meinungen zu dem Ganzen. Die allererste Meinung, die ich dazu habe, ist das, was viele vertreten. Und zwar die Angst, dass genau das bei Infinity Ward wieder passiert. Wir haben ja schon die Bestätigung bekommen von Infinity Ward, dass alle Maps, die nach Release des Games in den Multiplayer kommen, für alle frei spielbar und verfügbar sein werden. Das ist natürlich eine hervorragende, eine großartige Nachricht, denn das heißt für uns, ein Season Pass in dem Sinne wird es ja nicht geben mit den Maps, aber wir haben die letzten Jahre gesehen, dass Activision versucht, diese Kuh wirklich so lange zu melken, bis sie nichts mehr gibt. Und ich habe die ganz starke Befürchtung, dass wir ungemein viel Content, und ihr müsst euch wirklich mal vor Augen rufen, das, was wir in Black Ops 4 an Content haben, der käuflich ist, das ist Content, der nicht einfach nur frei verfügbar ist, wenn man es kauft, sondern das ist Content, der in das eigentliche Spiel reingehört, und zwar von Anfang an. Und wenn man die Sachen nachträglich reinbringt, dann sollte jeder, der dieses Spiel für einen Vollpreis gekauft hat, diese Sachen gefälligst auch umsonst dazu bekommen. Denn das ist die verdammte Aufgabe der Spieleentwickler. Es ist nicht die Aufgabe, den Menschen jeden Cent aus der Tasche zu ziehen, in der Hoffnung, dass sich bloß nicht genug Leute beschweren. Und wenn Leute wie Drifter, Nero Cinema, Exclusive Ace, große amerikanische COD-Größen schon genötigt fühlen zu sagen, ich kann das nicht mehr ablohnen, ich kann es nicht mehr unterstützen, dann wird es für jeden Einzelnen Zeit, endlich mal den Kopf aus dem Arsch zu bekommen und zu sagen, nein, mit mir läuft das Ganze nicht mehr. Aber es gibt ja auch noch eine positive Sache bei dem Ganzen, eine Möglichkeit. Und zwar hat der Kotaku-Report vor vielen Wochen ja im Prinzip ein Activision- oder Treyarch-Mitarbeiter, ich bin mir nicht sicher, von welcher Plattform, Partei der kam, zitiert. Und die haben gesagt, hey, Black Ops 4 war für uns ein riesiger Test, um zu gucken, wie weit können wir mit der Grenze gehen, wo sind die Leute noch bereit zu bestellen, wo sind sie noch bereit zu kaufen, wo ist der Widerstand so groß, dass wir es nicht machen können. Und ich kann wirklich nur hoffen, denn das Kritikmanagement bei Treyarch und Activision bei Black Ops 4 ist gelinde gesagt ungenügend, eine glatte 6. Es wird gar nicht mehr auf die Community gehört, das war leider nur die ersten 2-3 Wochen so, seitdem wird hier zum Großteil gemacht, wie man es für richtig hält. Es kommen immer neue Varianten und immer neue Optionen rein, wie man irgendwie Geld ausgeben kann oder muss, um zu bekommen, was man haben möchte. Es gibt natürlich die Option, dass das bei Infinity Ward und bei Modern Warfare jetzt ab, wann auch immer es kommt, Oktober, ich glaube 20. 25. Oktober oder so, dass das vielleicht ein ganz, ganz großer Wendepunkt jetzt dieses Jahr darstellt, dass man da jetzt sagt, nein, wir werden es nicht weiter so machen, es wird vielleicht Waffencamos geben, die man kaufen kann, so wie in Ghost, die aber nicht notwendig sind. Ansonsten, dass alles, genauso wie Multiplayer-Maps, ganz normal so ins Game integriert wird.
Ich, meine Freunde, kann es nur hoffen, denn ich kann euch eins sagen. Seit 3, 4 Jahren höre ich von vielen Leuten, dass sie sagen, dass die COD-Franchise auf der Klippe steht. Und nach diesem desaströsen Jahr, sind wir definitiv nur noch einen Schritt davon entfernt, mit dem gesamten Game von der Klippe zu springen und nicht wieder hochzukommen. Deshalb, Jungs, lasst gerne ein Like da, wenn es euch Video gefallen hat. Checkt auf jeden Fall Ecodi Espresso aus. Ist ein cooler, großer YouTuber aus den Vereinigten Staaten. Vielen Dank nochmal, dass ich auf das Video so aufmerksam gemacht wurde. Und in dem Sinne, ich bin raus. Haut rein.